Wir nutzen das bei uns an der Uni St. Gallen für unterschiedliche Plattformprojekte, insbesondere wenn wir Konferenzen, Fokusgruppen oder auch Trainings und dergleichen haben und haben sehr positive Erfahrungen mit Rich Media Cast gemacht. Einfach weil es möglich ist, entsprechend dann den Content hier multimedial auch aufzuzeigen in unterschiedlichen Formaten, das auch später noch zur Verfügung zu stellen. Und unsere Teilnehmer schätzen das sehr. Ja. Und welche zukünftigen Einsatzszenarien können Sie sich noch vorstellen? Und wo könnte man Ihrer Meinung nach die Formate noch vielleicht unterbringen in Zukunft? Wir haben natürlich klassischerweise das Konferenzformat. In wissenschaftlichen Konferenzen ist es natürlich hochgradig wertvoll, dann entsprechend den Content, der dort produziert wird, der zum Teil natürlich nur von einer kleinen Community angeschaut werden kann, dann später nochmal in extrem hoher Qualität zur Verfügung zu stellen. Das ist, wenn man so möchte, der klassische Ansatz. Darüber hinaus als Universität kann man natürlich darüber nachdenken, inwiefern auch in Zukunft entsprechend Contents auch multimedial so zur Verfügung gestellt werden, dass sie den Studenten jederzeit verfügbar sind über das Internet abrufbar sind und es entsprechend auch Lust macht, das anzuschauen. Insofern denke ich, auch im Bereich Weiterbildung, Ausbildung, Studium gibt es natürlich ganz klassische Möglichkeiten, das einzusetzen. Was glauben Sie, welchen Stellenwert hat die Möglichkeit, das Ganze auch live übertragen zu können? Und denken Sie auch, dass die Anreicherung von Videoportalen wertvoll sein kann? Auf jeden Fall. Ich denke, die Live-Übertragbarkeit ist natürlich eine große Möglichkeit, einfach noch mehr Reichweite zu generieren, direkt während der Konferenz. Wir sehen ja auch an unterschiedlichen Beispielen, dass gerade Live-Broadcasting auch geschätzt wird, insbesondere wenn es verbunden ist mit Möglichkeiten der Interaktion. Das heißt, hier sehen wir ganz konkret, dass dann das Engagement auf User-Seite entsprechend steigt. Entsprechend wird gerne auch live auf Content zugegriffen, als dann entweder dann später dann noch, wenn das Thema zur Verfügung steht. Insofern hat sicherlich beides seine Berechtigung, sowohl dieses Live-Broadcasting als auch letzten Endes das zur Verfügung stellen in unterschiedlichen späteren Formaten. Ne?